Sehr geehrte Reservistinnen und Reservisten, liebe Kameradinnen und Kameraden, meine Damen und Herren. Zum einen ist es sehr wichtig, einmal zu analysieren, in welcher Lage wir uns zurzeit in Deutschland befinden. Wir werden aber auch feststellen können, dass gerade die Reservistinnen und Reservisten einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, durch diese Krise hindurchzukommen. Die Covid-19-Pandemie stellt uns alle vor ungeahnte Herausforderungen. In Deutschland sind rund 100.000 Menschen an Corona erkrankt. 2.000 Menschen sind leider verstorben. Auch für die Wirtschaft und die Menschen ist Covid-19 eine große Herausforderung. Die Bundesregierung und die Landesregierungen versuchen alles, um ihr Bestes zu tun, zum Beispiel mit Rettungspaketen in ungeahntem Umfang, aber auch mit vielen Maßnahmen, um das wirtschaftliche Leben, aber auch das Leben der Bürgerinnen und Bürger so erträglich wie möglich zu machen. Wir sind aber lange noch nicht durch diese Pandemie hindurch. Deshalb ist es zum einen ganz wichtig, jetzt über Ostern zu Hause zu bleiben, sozialen Kontakt gerne über Telefon oder Videotelefonie zu pflegen, aber noch nicht unter Menschen zu gehen und sich nicht in großen Gruppen zu treffen. Die Reservisten haben in dieser Pandemie eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe. Ihr Engagement ist groß. Mit der Aufforderung der Bundeswehr und auch der Unterstützung durch den Reservistenverband haben sich bis heute 15.000 Reservistinnen und Reservisten für die unterschiedlichsten Funktionen gemeldet. Das ist ein wirklich großes Engagement. Dafür danke ich Ihnen allen zuerst ganz, ganz herzlich. Aber man sieht auch, dass die Reserve wirklich eine Säule unserer Gesellschaft ist. Und wir werden in nächster Zeit, wenn wir über diese Pandemie hinaus sind, schauen, wie wir dieses große Engagement der Reservistinnen und Reservisten noch besser nutzen können. Denn diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben und vielleicht nicht helfen können, die werden sicherlich in nächster Zeit von uns hören, sodass wir vielleicht eine Möglichkeit finden werden, wie auch Sie dann als Reservistinnen und Reservisten im Rahmen von Übungen eingebunden werden können. Wir alle hoffen, dass wir in der Woche nach Ostern, nach der gemeinsamen Analyse der Bundesregierung und der Landesregierungen, Schritt für Schritt unser Land wieder hochfahren können. Das betrifft die Wirtschaft, das betrifft natürlich auch das soziale Miteinander und den sozialen Kontakt. Auch wir als Verband der Reservisten möchten dann wieder stärker in den Kontakt mit Ihnen allen treten. Auch wir werden dann natürlich vor Ort wieder unser Angebot Schritt für Schritt deutlich wieder hochfahren. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie jetzt über die Osterzeit noch eine ruhige Zeit zu Hause verbringen, dass Sie allen Bekannten, Freunden vielleicht noch mal ans Herz legen. Wir sind noch nicht durch diese Krise hindurch. Gerade die Osterzeit wird ganz wesentlich sein, ob wir es schaffen, nach Ostern auch Schritt für Schritt wieder in Tritt zu kommen. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und abschließend danke ich Ihnen allen ganz herzlich für Ihr großes Engagement, für das Anpacken. Die Reserve ist wirklich eine Säule unserer Gesellschaft.